Ach, du bist noch eine Dame, genau. Danke, dass Sie sich nur melden, weil ich gesagt habe, am Ende der Veranstaltung darf sie gerne noch ein paar Sätze sagen. Aber ich bitte um Kurzhaltung, extreme Kurzhaltung, weil wir heute schon einen außerordentlichen Programmpunkt gehabt haben. Und bitteschön. Hallo, grüß euch, ich bin die Hartwig Schroe Rothschild. Ich wollte zwei kurze Sachen ankündigen. Also erstens einmal so ein bisschen eine Nacherzählung zu was mit TTIP alles passiert. Die Silvia hat ja schon einiges erzählt und es war ja eine große Demo vor 14 Tagen. Ich wollte auch erzählen, was jetzt so weiter passieren wird. Also so im Salzburger Raum werden einige kleinere Veranstaltungen im Bundesland Salzburg stattfinden. Wozu ich herzlich einlade, die Interesse haben, eine Veranstaltung zu organisieren im Bundesland Salzburg. Ich bin noch ein bisschen länger da, vielleicht in Kontakt aufzunehmen. Und das Zweite, was ich euch ankündigen will, ist, wir haben uns ja viele Gedanken gemacht, auch nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern auch an den Strukturen zu arbeiten. Es gibt jetzt seit circa 3-4 Monaten einen runden Tisch für Bürgerinnenbeteiligung und Mitbestimmung in Salzburg, wo wir verschiedene Themen diskutieren, aber auch einfach die Menschen informieren wollen, was es alles gibt an direktdemokratischen Instrumenten und an prozessorientierten Instrumenten. Und am Mittwoch findet wieder eine Veranstaltung statt, und zwar in der Robert-Jung-Bibliothek, wo es darum geht, die Qual der Wahl, Bürgerbeteiligungsprozesse und Methoden in der Praxis, wo wir ein paar Methoden auch vorstellen wollen und diskutieren wollen, wo wir aber auch ein Netzwerk schaffen wollen von Menschen, die sich, sagen wir jetzt, ganz besonders auch in Salzburg einsetzen wollen für mehr demokratische Instrumente, weil wir überzeugt sind, dass es besonders wichtig ist, nicht nur die Symptome zu bekämpfen, sondern uns auch Instrumente zu erkämpfen in Salzburg, um gewisse Dinge auch politisch wirklich verändern zu können. Und wer Interesse hat, ich bin noch länger da, kann dann gerne noch ein bisschen mehr Details dazu erzählen. Ja, danke. Herzlichen Dank.